Und damit herzlich willkommen zurück zu The Last Stand Aftermath. Mein Name ist Jannecke und wir spielen jetzt, es geht erstmal weiter jetzt hier. Wir gucken mal, was wir hier noch machen können. Was darf es sein? Waffen kann man öffnen. Wir haben eigentlich voll viel Sachen gefunden. Ich verstehe das gar nicht. Und ich war eigentlich der Meinung, dass die Sachen an den nächsten Überlebenden übergehen. Aber das tun sie in der Tat gar nicht. Ja, was ist es? Ich bin sehr beschäftigt. Naja. Da können wir was machen. Wir können Verbände machen, aber wir haben natürlich nichts gefunden. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Waffen und sowas nicht übergehen, aber na gut. Logischerweise. Willst du einen Vorrat verwenden? Vorratslager? Da draußen wir noch ganze Beutel mit Vorräten. Okay. Gut, an dem Gegenstände selbst ran, wenn du sie brauchst. Okay, also passiert dann Vorräten. Wir lassen dir unsere Freiwillige entscheiden, was damit passiert. Waffen und Munition kommen in die Waffenkammer für neue Rekruten. Ja. Ganz ehrlich, wir haben schon so viel. Ja gut, das können wir ja vielleicht machen. 10 Wissen gewonnen. Erworben, 10 Wissen. Ausstattung. 9mm Kugeln. Das ist halt schon teuer, ne? Schrotpatronen. Eine Halbautomatische mit großer Munitionskapazität. Ja, komm. Eine Sammlung von Gegenständen, die sofort in der Waffenkammer. Na gut. Heißt, wir haben jetzt was? Können wir schon jetzt irgendwas freischalten? Wir wissen 26, okay, wir können auf jeden Fall. Warte mal, okay. Dann lass uns doch mal ganz kurz gucken. War das hier? Wissen weitergeben, okay, cool. 5% Vektion aus allen Quellen. Wir lernen mehr über die Mutation des Virus und können sie besser kontrollieren. Deine Infektion verlangsamt sich und du nimmst weniger Infektionsschaden von anderen Quellen. Das können wir freischalten, das ist ganz cool. Türen eintreten. Durchbruchtechnik. Ausdauer ist auch wichtig eigentlich. Rauferei. K.O.-Chance. Wurfweite. Du beginnst die Besonderheiten des Schießens mit, zu beherrschen. 15% La. Ja, ist alles wichtig. Es ist alles wichtig. Suchgeschwindigkeit. Noch schneller durchsuchen. Mehr Munition finden ist auch sehr cool. Mehr Haltbarkeit. Ich würde am liebsten alles nehmen, ne? Du hast einen Weg gefunden, das Beste aus deiner medizinischen Gegend rauszuholen. Holzenschneider. Das ist natürlich auch geil. Möglich das Auffinden. Ist. Ne, ja, das ist halt. Eins Treibstab. Die Möglichkeit, deinen Treibstabbuch zu verwalten, haben sich bewährt. Improvisierte Schrotflinte. Das sind Rezepte. Brauchen wir jetzt unbedingt. Wir finden ja auch viele Waffen. Aber was ich machen würde, ist mit der Infektion in der Tat. Das ist natürlich teuer, ne? Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht beim nächsten. Beim nächsten können wir das wahrscheinlich tun. So, wir düsen los.
Wir werfen mal die Karre mal an. Alter, das sind natürlich einige hier. Natürlich leer. Ich würde ganz gerne gleich mal in so ein Haus rein. Zuerst laden wir mal nach. Oder kann die nur zwei? Die kann nur zwei Schüsse? Beste. Kochbuch. Dosenbohnen, Salz. Da ist auch noch was. Was haben wir hier? Ui. Das ist geil. Okay. Ja, cool. Dann haben wir das auf jeden Fall. So. Hallo? Taschenmesser, auch sehr wichtig. Alter, ne. Ist doch ein Witz. Alter, was war das denn? Ui. Da haben die uns weggenatzt, Alter. Das verwende ich mal. Selbstschussanlage. Heieiei. Also man hat in den Häusern auch Fallen. Okay, das ist echt hart. Das ist richtig hart und fies. Da müssen wir mal mehr aufpassen jetzt, würde ich sagen. Ciao. Freches Luder. So. Gehen wir mal rein. Okay, von wo? Da. Ah, das war so laut. Aber hey. Na ja, komm. Da mal schnell nach. Okay, Benzin gefunden. Nicht mehr viel drin, aber hey. Was haben wir hier? Was ist das? Achso, nee, da waren wir, raus, ne? Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier oben hin. Mündungsbremse, Schrotflintendrosseln, Akku. Sehr cool. Ein bisschen dunkel. Das ist auch ein Keller, ne? In der Apokalypse, so daher ist es normal. Würde ich mal behaupten. Okay, da können wir auch durch. So, mehr scheinen wir hier aber nicht zu haben. Deswegen gehen wir mal wieder raus. So, roter Kragen. So, dann wollen wir mal das Auto auftanken. Leer. Da haben wir noch was. Kassettenband. Okay, ist auch Wissen. Nice. Jetzt könnten wir rein theoretisch weiter. Würde ich auch mal machen, dass wir mal ein bisschen weiterkommen als nur in Anführungsstrichen zwei Dörfer oder so.
Okay, Fairfield Avenue. Ja, dann gehen wir mal zum Laden, ne? Kriegt unser Motor davon Schaden, dass die Zombies darauf ballern? Das würde ich gleich mal gucken wollen. Nicht, dass wir noch einen Motor suchen müssen oder sowas. Das wäre ja was. Naja, wir gucken mal. Okay, der Laden. Hallöchen, Puppöchen. Gut. Oh, Tür zu. Neun Millimeter Kugeln, sehr gut. Was haben wir noch? Hallo? Noch mehr 9 mm Kugeln. Sportschützengewehr. Ja, nice. Eieiei. Okay, dann würde ich sagen, tauschen wir diese Waffe mal um. Ah, dafür haben wir keine Muni, ne? Doch, nee. Aber für die Tauren haben wir Munition. Dann würde ich sagen, wir tauschen das mal gegen die Tauren aus. Gleich. G17 Pistole, auch sehr geil. Schrotpatronen. Ui, eieiei, wir finden hier aber ein paar feine Sachen, ne? Okay, über Knarren brauchen wir uns, glaube ich, erstmal keine Gedanken mehr zu machen, ne? Okay, dafür hätten wir einen Bolzenschneider gebraucht, ne? Jagdmagazin. Ja, sehr cool. Das freut mich. Das ist ja... Das finde ich gut. War knapp, aber das haben wir hingekriegt. So. Ich nehme auch aus. 45er Kaliber, sehr schön. Genau. Vielleicht kommen wir jetzt mal hier hinten dran. Medizinisches Set, sehr cool. Ja, und die Infektion breitet sich halt auch aus jetzt. Wieder. Wir müssten mal so eine Hörkanlage finden, ne? So eine Hörkanlage wäre halt echt mal nice. Oh, fuck. Noch ein Akku. Das heißt ja irgendwie, dass wir wahrscheinlich auch wieder was haben. So. Wo wir Akkus reinstecken können, ne? Was war das? Ah, hier gesund. Nein, ne. Ach komm, hör auf. Gewinne bei jedem Treffer mit einer Nahkampfwaffe. Gesundheit, ja, das ist ganz gut. Boah, nicht schon wieder.
Tipps, Alter. Kann ich das umgehen, wenn ich jetzt, sag ich mal... Oh, das ist doch Käse. Warte mal, kann ich das... Haben wir noch, Medizin? Ja, ne? Oh, ich hoffe, dass es funktioniert, dass diese Mutationen weggehen. Ach, schade. Geht natürlich nicht. Okay, lass uns mal hier rein. Wo kommen wir denn rein? Da ist eine Tasche. Die Tasche will ich haben. Lappen. Ah, okay, da ist die Tür. Ach. Schrotpatronen, auch sehr cool. Warte mal. Schmutziges Wasser. Was haben wir hier noch? Okay, Wasser haben wir auch viel gekriegt. Sehr schön. Ja, komm, wir gehen hier raus. Wir tanken unser Auto. Wir packen das jetzt mal ins Auto hier. Nice. 25 Vorrat. Sehr schön. Was ich auch weiß, wir haben noch eine Nahkampfwaffe, ein Taschenmesser, das nehme ich auch mal. Okay, let's go. Lass uns mal gucken. Aufgabenbuch. Benzin. Halb voll ungefähr. Sehr geil. Warte mal. Entschuldigung. Lass uns mal gucken, haben wir noch... medizinisches Set. Ich will das unbedingt verwenden, weil ich immer hoffe, dass die Mutation irgendwie weggeht. Nee, aber tun sie leider gar nicht einfach. Na, schade. Okay, was hätten wir hier noch? Adressbuch. Nice. Er wird eingesperrt, wa? Gut, würde ich sagen, machen wir hier erstmal, wie tankt man das Auto auf?
Und let's go. So, gibt's hier eine Hörgstation? Große Nachbarschaft. Klinik. Ich hoffe halt, dass das jetzt, wenn die Mutation jetzt komplett vorangeschritten ist, dann brauchen wir halt wieder jemanden. Dann haben wir quasi voll viel geschafft, aber doch auch nicht. Weil, wisst ihr, was ich meine? Bist du noch da? Gerade noch so. Du schaffst das, gib nicht auf. Nach Hörgstrukturen, ja. Ja, das ist klar. Also ich brauche eine Hörgstation. Das ist halt mega wichtig, deswegen gucke ich halt auch immer mal. Eieiei. Oh nice, 9 mm. Ciao. Ah, ganz viele 9mm Kugeln, das mag ich. Eine Zange haben wir gekriegt. Lappen, wir könnten uns Mollys machen. Lass mal ganz kurz gucken. Werkzeuge, sonstiges. Alkohol. Ja, das können wir halt nur im Punktgerät machen, ne? Ich will so eine Hörgstruktur haben. Diesmal nicht, Arschgeige, diesmal nicht. Okay, aber so wie es aussieht, ist hier nichts, ne? Glaube ich. Wir können da rüber? Ne, können wir nicht. Okay. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Das ist jetzt ja Just for Fun da, oder? Ah. Mehr ist kein Platz. Okay. Aber was ist das? Brett können wir nehmen. Nahkampf, nehmen wir mal die Zange. Nein. Ein bisschen Muni sparen. Schau. Ein Lappen für einen Lappen. Handbuch, also mehr Wissen, das ist sehr gut. Infodos und Lappen. Alter. Ja. Ich hau ich so weg. Wasser. Haben wir hier. Okay, dann können wir den Zombie ausräumen. Warte. Lappen. Benzin. Das ist geil.
Auch nice. Eieiei, sind wir wieder schon viele, ne? Und die spawnen halt auch immer. Das ist halt auch ein bisschen schade, wenn man da einmal weggenutzt ist, hat man jetzt nicht irgendwie die Chance. Okay. Ja, die wollen wahrscheinlich auch nochmal, dass wir denen Hallo sagen. Erstmal machen wir hier unser Auto fit. Wir können jetzt fahren. Ich möchte aber eine Hörkstation. Ich möchte einmal so eine Hörkstation, dass wir ein bisschen weiter kommen als sonst. Moin. Eieiei, da ist so ein Dicker. Was haben wir hier? Wir haben auch wieder Wasser. Klappen. Verbände, auch cool. Und medizinische Versorgung, glaube ich. Ja, sehr cool. Ist alles schön, nützt uns aber nichts, wenn wir diese Mutation nicht aufhalten können, ne? Ah, jetzt sind wir... Scheiße, Dreck. Okay, warte mal, kann ich irgendwas wegschmeißen? Schrotflintendrossel, das können wir da drauf machen, okay. Taschengegenstände. Roter Kragen, verwende ich mal. Was auch immer das ist. Ausdauer. Das nehmen wir jetzt auch nochmal. Flasche, Wurfgegenstand. Eine Probe, die von einem stark mutierten Infizierten gekommen wurde. Es könnte für die Forschung verwendet werden. Ich will einfach nur unsere Taschen leer machen, falls das irgendwie geht. Boah, das kann auch nicht sein. Okay, überladen sind wir trotzdem, es ist egal, was wir machen. Raus. Ich würde sagen, wir fahren jetzt... Alter, die Ausdauer ist komplett weg, ne? Komm, let's go. Wo können wir... Everett. Zwei.
Bergblockade. Okay, wir müssen uns also irgendwie durchmanövrieren hier. Wir gehen da mal hin. Aber da wir überladen sind. Boah, viele Zombies. Die seltsamsten Dinge. Okay, wir können also keine mehr nehmen. Fernkampfwaffen nehmen wir. Nehmen wir jetzt einmal die. Okay. Können wir die andere? Haben wir die geladen? Nein, natürlich nicht. So, let's go. So, warte mal, wir können doch bestimmt auch irgendwas herstellen, ne? Sauberes Wasser, Lappen, Gegenstand herstellen. Gegenstand herstellen. Gegenstand herstellen. Wir haben ganz viel davon, glaube ich. Cool, wir können den also selber wieder machen. Okay, cool. Ah, nochmal richtig Glück gehabt, Alter. Was war das? Das war auch eine Selbstschussanlage. Ah, und schon wieder mutiert. Das ist not good. Warte mal. Taschengegenstände. Ausdauer wieder her. Was macht er denn? Das gibt's doch gar nicht. Mit dem Herzschlag. Das ist jetzt eh egal. Wir sind jetzt, glaube ich, sowieso weggenatzt. Das war's mit uns jetzt. Jacqueline ist tot. Jacqueline ist tot. Ich glaube, das nächste Mal werde ich jetzt nicht so oft in irgendeinem Dorf da rumwackeln, sondern ich werde einfach versuchen, so schnell wie möglich zu diesem Hörg-Außenposten zu kommen. Wen spielen wir in der nächsten Folge? Jacqueline ist weg. Aber hat Spaß gemacht mit ihr, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Fiona Baker. Ich glaube, das hört sich gut an. Also. In der nächsten Folge Fiona Baker. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.